Die Gäste, die bei uns Ferienwohnungen buchen, die wollen vor allen Dingen eins, nämlich eine saubere Unterkunft, in der sie sich um nichts kümmern müssen. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Unterkunft gebucht auf Airbnb, zahlst dafür 100 Euro die Nacht, der Gastgeber möchte auch noch eine Reinigungsgebühr, du kommst an und die Unterkunft ist nicht sauber. Das bedeutet, du musst die Haare selber aus dem Abfluss pulen, du musst den Boden selber wischen und das, schwöre ich dir, gibt eine schlechte Bewertung. Doch wie kannst du sicherstellen, dass dein Gast immer ein top sauberes Apartment vorfindet? Denn dafür brauchst du vor allen Dingen eins, nämlich gute Reinigungskräfte. Und das sind die Top 5 Tipps, die du beherzigen musst für gute Reinigungskräfte. Tipp Nummer 1 ist es relativ einfach. Bezahle sie angemessen. Das hört sich erstmal relativ einfach an, aber wenn du Leute immer versuchst, mit dem absoluten Mindestlohn abzuspeisen, dann ist die Arbeit auch dementsprechend. Überlege, dass die Reinigungskraft die Kraft ist, die immer vor Ort ist, die auf deiner Seite ist und immer die Ferienwohnung vor Ort sehen kann. Oft bist du vielleicht unterwegs oder du hast nicht die Möglichkeit, jedes Objekt ständig zu kontrollieren. Die Reinigungskraft ist aber immer bei jedem Wechsel vor Ort und kontrolliert für dich diese Ferienwohnung. Das bedeutet, sie muss selbstständig sein, sie muss ein gutes Auge dafür haben und sie muss vor allen Dingen halt eben auch Lust darauf haben, das zu tun. Und das erreicht man vor allen Dingen auch mit einer angemessenen Bezahlung. Deswegen, wenn du Reinigungskräfte suchst, und du willst gute Reinigungskräfte finden, speise sie nicht mit dem Mindestlohn ab, sondern gebe ihnen auf jeden Fall etwas mehr, weil diese Reinigungskräfte, die sind letztendlich der Hebel deines Unternehmens. Denn ohne die funktioniert es nicht. Ohne eine gute Reinigungsleistung werden die Bewertungen immer schlechter. Tipp Nummer 2 ist auch relativ banal, aber auch umso wichtiger, denn wähle die richtige aus. Es hört sich erstmal sehr leicht an. Ja, natürlich, ich lege ein bisschen mehr Geld auf den Tisch, dann kommen halt eben die besseren Bewerbungen rein. Aber jetzt muss ich ja natürlich die richtige auswählen. Du kannst hergehen und zum Beispiel Kriterien festlegen. Wir sagen zum Beispiel, du musst Grunderfahrung im Reinigungsbereich haben. Jemand, der noch nie zuvor zum Beispiel Objektreinigungen betrieben hat, in einem Hotel gereinigt hat oder ähnliches, der wird bei Ferienwohnungen sehr lange brauchen, um da reinzukommen. Und der hat vielleicht auch nicht dieses Auge im Detail, was man benötigt, um eine Ferienwohnung zu reinigen. Diese Erfahrung haben wir vor allen Dingen am Anfang unseres Ferienwohnungsbusinesses gemacht, als wir zum Beispiel Studenten eingestellt hatten. Wir dachten wirklich, wenn wir Studenten für wenig Geld einstellen, dann haben wir eine gute Reinigungsleistung in unseren Apartments und das war ein absoluter Trugschluss. Die haben einfach nicht dieses Auge fürs Detail zum Beispiel, um mal so ein Kabel verschwinden zu lassen, was blöd im Raum liegt oder den Stuhl ranzurücken, der am Tisch ist. Es sind Feinheiten und viele Feinheiten insgesamt ergeben halt eben ein Gesamtbild für die Leistung des Apartments und halt eben auch, wie es aussieht, wenn der Gast das erste Mal den Schritt in die Tür setzt. Deswegen auf jeden Fall gute Kräfte auswählen. Zum Beispiel sollten es Kräfte sein, die mobil sind und vor allen Dingen auch kompetent wirken. Wenn Sie zum Beispiel keine Ahnung von Reinigung haben, noch nie von diesem 3-4-Farben-System gehört haben, dann entscheide dich lieber für eine andere Reinigungskraft oder erweitere das Bewerbungsverfahren und suche etwas länger. Tipp Nummer 3 ist unfassbar wichtig, denn hier geht es darum, dass du die Reinigungskräfte gut einweist. Nicht jede Ferienwohnung ist gleich. Jede Ferienwohnung ist meistens individuell und hat so seine kleinen Stellschrauben, die man drehen muss, um es besser zu verstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine fremde Reinigungskraft in eine Wohnung von dir schickst, kannst du davon ausgehen, dass sie viele Fragen haben wird. Wo gibt es die Reinigungsmittel? Wie kann ich hier am besten anfangen zu reinigen? Was gehört eigentlich alles zu meinen Aufgaben? Das sind alles Dinge, die müssen vorher geklärt sein und zwar so systematisch wie möglich, dass die Reinigungskraft immer wieder einen Ort hat, wo sie nachschauen kann, was sind eigentlich quasi die Dinge, die ich tun muss, was ist der Leistungsumfang und wie mache ich das? Das heißt, du musst halt eben eine ganz klare Liste mit an die Hand geben, was musst du jetzt tun und vor allen Dingen wie. Und dafür haben wir eine eigene Reinigungsliste. Wenn du diese noch nicht hast, dann kannst du dir die kostenlos herunterladen bei uns. Denn damit kannst du halt eben viel Zeit im Unternehmen sparen, weil du nicht die ganze Zeit kommunizieren musst, was noch gemacht werden muss. Und die Reinigungskraft hat immer eine Checkliste vor Ort, wo sie genau weiß, was sie zu tun hat. Bei Punkt Nummer 4 geht es speziell um Arbeitsmittel, die du der Reinigungskraft zur Verfügung stellen musst. Das bedeutet halt eben vor allen Dingen Reinigungsmittel, die du ihr zum Beispiel in die Hand gibst. Und ich meine damit nicht Salad Bang, sondern ich meine damit halt wirklich professionelle Reinigungsmittel, die du halt eben für dein Unternehmen kaufen solltest. Den Link dazu
findest du wieder in der Beschreibung den, den wir für unsere zahlreichen Ferienwohnungen für die Reinigung verwenden. Es ist günstiger, es ist besser und es ist vor allen Dingen professioneller. Vor allen Dingen muss die Reinigungskraft aber auch wissen, wo es diese einzelnen Arbeitsmittel zu finden gibt. Zum Beispiel im Apartment selbst oder im Keller oder sonst wo. Das heißt, sie muss wissen, wo kriegt sie die Sachen her? Wo kriegt sie frische Bettwäsche her? Hat sie einen Staubsauger? Hat sie einen Wischer? Hat sie die Möglichkeit, mit einer Stange oben Spinnweben von der Decke zu bekommen? Hat sie alle benötigten Tools? Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass du einmal genau auflistest, was benötigt eigentlich die Reinigungskraft, um alles zu säubern. Und da gehört zum Beispiel auch so ein Radiergummischwamm dazu, damit du halt einfach so kleine schwarze Katscher an der weißen Wand halt eben einfach wegradieren kannst. Oder halt eben auch ein Ceranfeldschaber. Das sind halt eben so Kleinigkeiten. Je mehr Arbeitsmittel du zur Verfügung stellen kannst, desto professioneller kann letztendlich auch das Reinigungsergebnis aussehen. Und der letzte Punkt ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es werfe den ersten Stein derjenige, der noch nie etwas vergessen hat. Und so wird höchstwahrscheinlich trotz aller Systeme deine Reinigungskraft mal etwas vergessen. Jetzt ist aber wichtig, dass du die Möglichkeit hast, das zu kontrollieren oder Systeme und Prozesse hast, um das zu verhindern. Und das solltest du auf jeden Fall aufbauen. Das bedeutet, die Reinigungskraft braucht die Möglichkeit, ihre Zeit zu tracken. Also wie lange sie zum Beispiel an einem Apartment gearbeitet hat. Und das machst du zum Beispiel über ein Zeit-Tracking-Tool. Du musst die Möglichkeit haben, die Apartments auch von der Ferne aus zu kontrollieren. Das machst du zum Beispiel, indem die Reinigungskraft Bilder erstellt und dir zusendet. Es muss halt die Möglichkeit geben, dass die Reinigungskraft Schäden am Apartment hochladen kann, dass diese halt eben quasi im Ticketsystem bearbeitet werden. Das sind halt eben Systeme, die müssen aufgebaut werden und die sind wahnsinnig wichtig. Dafür gibt es zum Beispiel Lösungen. Eine davon ist zum Beispiel, hieß früher VR Scheduler, ich glaube mittlerweile Operto. Und das benutzen wir auch selber bei unseren Reinigungsleistungen, weil wir hiermit halt eben sehr, sehr viel outsourcen können und die Verwaltung damit auch verschlanken können. Wenn du dir aber zum Beispiel auch denkst, ich möchte meine Reinigungskraft nicht mehr zahlen, ich möchte nicht Geld für Tools ausgeben, ich möchte nicht so viel Geld für Bettwäsche in die Hand nehmen, hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, dass deine Reinigungsgebühr falsch ist? Letztendlich ist die Reinigungsgebühr einfach nur ein durchlaufender Posten. Und du musst halt eben genau eine richtige Reinigungsgebühr ansetzen, dass diese ganzen Kosten von Tools für die Reinigung bis zur Reinigungskraft selber, bis zu den ganzen Arbeitsmitteln, die du dafür kaufen musst, gedeckt ist. Und deswegen schau dir auch dieses Video von uns an, wo wir dir zeigen, warum vielleicht dein Reinigungspreis falsch ist. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hat mich gefreut. Ciao.